keine Lust, ehrlich gesagt, mir die rauszukaufen aus dem AHA. Kriegst du mittlerweile zum Schleudernpreis nachgeschmissen. Aber alles im AHA kaufen ist dann auch blöd irgendwo. Weiß nicht. Fehlt ein bisschen der Anreiz, aber selbst was zu bewegen. Bist dann auch nicht so schwache hier. So, komm, fall um. Zack, siehste, Wachen fertig. Zwei Schilder noch, nächste Quest fertig. Jetzt brauchen wir noch ein paar Priester, Kommandanten und den Dunkelmond. Dann haben wir mal instant 5 Quests weggehauen hier. Und noch Dailies gefahren, nicht mehr. Mehr kann man eigentlich nicht wollen. Echt nicht. Mehr kann man nicht erwarten. So. Und bin mal rangelatscht. Zacki, zacki. So. Und auf den Stab, genau. Wunderbar. Die müssen wir dann noch umhauen. 3 Dailies voll. Ach, wenn alles am Questen so einfach wäre. Es wäre einerseits langweilig, aber es würde andererseits auch doch irgendwo ein bisschen mehr Spaß machen dann, weil du hier nicht ewig in 3 Tage nur unterwegs bist, irgendwelchen Idioten hinterher zu rennen, um 2 Quest-Items zu kriegen. Ist hier schon wieder Ausgang? Aber ein anderer. Ah, da sind wir nicht reingekommen. Ach, stimmt ja, hier gab es ja noch einen Eingang, richtig. Ah, stimmt. Hätte ich schon wieder vergessen. Ich will mal gucken, dass wir den Ralfa Dunkelmond noch finden. In dieser Aufnahmerunde. Und dann gehen wir nächste Runde, sofern ich dran denke. Würde ich ganz gerne die Gräberstadt mal fertig machen. Zum einen kriegen wir die ganzen Quests dann mal weg. Zum anderen haben wir die Ini dann mal komplett abgeschlossen. Wir sind jetzt keine Ahnung, wie oft schon da rein und haben sie nie zu Ende gebracht. Dass wir die mal fertig rennen. Ja, das zum einen. Steht da einer drin? Achso. Und, ja, dass wir insgesamt hier einfach mal ein Stückchen vorwärts kommen. Ich meine, von den Erfahrungspunkten her, es läuft ja nicht schlecht in der Gräberstadt. Wir können da ja ordentlich was weghämmern. Unser Damage passt auch einigermaßen dafür, dass das alles Elite-Gegner in Ene sind. Kann man nicht viel wollen. Aber ich würde gerne mal ein bisschen vorwärts kommen jetzt. Wir haben jetzt zwar gesagt, wir nehmen alles an Quests mit. Da machen wir wenigstens jeder einmal. Mit Ausnahme von ein paar Dailies. Aber irgendwann muss man auch mal sagen, jetzt komm, drück mal. Sonst sind wir hier mit Level 50 noch unterwegs und bei Folge 600 schon. Und haben immer noch nichts gerissen gekriegt hier. Deswegen wollen wir schon mal ein bisschen gucken, dass wir da ein bisschen was in eine Patte kriegen. So, ist der Ralfa da drin? Ich weiß das gar nicht mehr. Wache, wache, wache. Kaviar, hat denn gerade eine geklappt? Da rennen sie gerade rum, hat gerade irgendeiner umgezwiebelt da drin. Scheibenkleister. Ich brauch den doch. Kannst du dich umhauen, Mädchen. Kannst du dich machen. Was soll denn das? Naja gut, kann natürlich auch mal passieren, dass sie einfach mal vor der Hütte stehen und rennen die Mobs weg. Aber, ja gut. Shit happens, Berufsrisiko, müssen wir leben mit. Ist ganz einfach. Kann denen ja nicht vorschreiben, wann die zu jagen haben. So. Gleich wieder 5 Dailies voll, das geht so rasend schnell hier drin. Wahnsinn. Vor allem können wir auch noch ein bisschen... Zum einen wird Talentpunkte machen, zum anderen gibt es noch ein bisschen extra Knete. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Warte mal. Sehen wir die noch hier? Ja. Sehen wir die hier noch, die Dailies? Ach nee, schade, reicht schon gar nicht mehr weit genug zurück. Ich hätte jetzt gerne mal nochmal geguckt, was die Dailies gebracht haben. Aber das sehe ich jetzt nicht mehr. Reisende Flut kann ich auch, guck mal. Pam. So, zack und weg. So. Brauchen wir schon gar nicht mehr. Ja, egal. So, jetzt kann ich im Prinzip warten, bis Dunkelmond wieder da ist. Na, ich freue mich ein. Wenn überhaupt hier ist, schon keine Ahnung. Aber ich glaube, der war hier. Oder war der weiter oben?
Das ist wiederum was, das müssen wir noch rausfinden. Aber das kriegen wir auch noch auf der Reihe. Sollte nicht statt Hexenwert werden. Ja, so. Ach, wir haben ja schon komplett Wachenanbau. Drei Priester, ein Kommandant. Zack, vier Quests fertig. Den letzten Boss, alle fünf fertig. So. So will ich das haben. Zack. Kommandant fertig, nächste Quest. Ach, ich sage ja, wenn man alles so questen könnte. Oder sagen wir mal einiges. Es gibt ja einige Quests, die sind ja wirklich gnadenlos. Da sollte man schon einiges ändern. So. Dann ist noch ein Priester, okay. Ich gehe jetzt mal eben hochreiten. Richtung mystischer Altar. Ich würde einfach mal gucken. Ob da nicht vielleicht doch oben ist der Boss. Ich habe der Ralfa Dunkelmond. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, wo der saß. Das ist ja eben das Problem, wenn man so lange im Voraus aufnimmt, weiß man gar nicht mehr, wo einzelne Gegner überhaupt sitzen. Und dann bist du ja ewig in drei Tagen am Suchen, du kennst teilweise die Story schon gar nicht mehr, weil du die Hälfte schon wieder vergessen hast. In der Zwischenzeit schon wieder fünf andere Spiele gemacht und ach, hast du nicht gesehen. Also ein Priester. Ne, ich will jetzt gerade mal gucken. Geht mal kein Marker auf der Karte. Wir haben sie denn auch umgehauen hier? Hallo, Hilfe, häng fest. So. Müssen wir mal gucken jetzt. Ich hätte den jetzt ganz gerne auch, bevor ich wieder hier rauslatsch, dass wir den auch noch fertig haben. Sonst kann ich wieder wegen einem Mob hier reinlatschen. Bringt ja nichts. So. Die Quests hätten wir alle. Ah, die Daily machen wir noch voll. Dann haben wir 6 Dailies schon wieder vorgefahren. Sehr schön. Und den Dunkelmond hätte ich jetzt gerne. Ralfa Dunkelmond, ja. Ich habe keine Ahnung, wo wir den finden. Kann ja auch nicht suchen lassen. Funktioniert ja nicht. Ah. Okay, geht doch. Na, funktioniert ja doch einigermaßen gut. Müssen wir erst wieder runter. Ach, da ist er. Weiter oben. Nee. Nee, da ist unten. Okay. Gehen wir mal gucken, dass wir den noch finden und umhauen. Ja, siehst du mal, jetzt haben wir in einer knappen Dreiviertelstunde Aufnahme gerade mal 5-6 Quests geschafft und die ganzen 10 Dailies rausgedrückt. Packst du halt nicht fehl in einer einstündigen Aufnahme. Also ich mache jetzt zumindest mal eine einstündige Aufnahme, weil ich im Moment jetzt, da ich die letzten Tage so immens faul war, einfach mal ein bisschen was nachholen muss jetzt an Folgenproduktion, ich hänge fest. Deswegen bin ich jetzt gerade mal ein bisschen fleißig am Zusammenklöppeln. Hallo? Hänge ich jetzt wirklich fest? Ernsthaft? Och nee. Komm. Da ist kein Hindernis. Red keinen Scheiß. Ah. Kann doch nicht wahr sein jetzt, oder? Ich hänge jetzt an so einem Kackpixel, wo keiner ist. Hallo? Boah, sag mal, kann doch nicht wahr sein. Kann ich an so einem kleinen Ding jetzt hängen? Nee, will ich auch nicht. Rückruf können wir auch nicht machen. Boah. Wie kann ich an so einem kack verrotzten Ding hängen? Das gibt's doch überhaupt nicht. Ja, und der Penner kann mich kloppen, oder was, Idiot? Aber ich kann nichts machen. Mann. Gibt's doch gar nicht. Psst, hängst du hier mitten im Nirgendwo fest? Größten Berg kann ich runterspringen, ohne zu sterben. Aber hier hänge ich fest, oder was? In dem Ding, was gar nicht... Ah! Kann doch nicht wahr sein.
Vor allem das Schlimme ist, jetzt kann ich wegen dem einen wieder komplett runterlatschen. Ja, komm, prügelt beide auf mich rein, ist doch völlig Banane. Kann doch nicht wahr sein. Ja, komm. Lass wackeln. Vor allem ist auch ein Quatsch, dass das 60 Sekunden dauert, bis du wieder porten kannst. Soll denn der Blödsinn? Was soll's. Okay, wir können ja zum Glück nochmal runterporten, dann müssen wir jetzt nicht alles wieder runterlatschen. Dann können wir jetzt mal die eine Quest hier noch schnell fertig machen, alle rausdrücken und dann haben wir's. Ja. Entschuldigt meinen Ausrast, aber das hat mich eben tierisch geärgert hier. Hängst du hier mitten irgendwo im Nirgendwo fest und kommst ums Verrecken nicht mehr weg. Naja, Gott. Wir haben sie jetzt gleich gepackt. Boah, das ist ja... Puls von 200 hier. Kann ja nicht wahr sein. Ja, das war eine Steintafel. Was, 13? Haben wir 13 gesammelt? Warte mal, 1 bis 4, 5 bis 8. Weiß es gar nicht mehr. Waren das nicht 11, die wir gesammelt haben? Ich meine, das wären nur 11 Stück gewesen. Bin mir aber nicht mehr sicher. Prr. Keine Ahnung. Waren das 11? Ich weiß es gar nicht mehr. Hm. Oder waren das 13? Ach, Alter, da, was soll's. So, jetzt gucken wir mal, dass wir einen Ralfer Dunkelmund noch finden. Treten wir den mal kurz aus seinem Kostüm. Und dann hat sich die Sache hoffentlich. Ich meine, es ist ein schönes Warmgebiet hier mit den Dailies. Man hat es ja gesehen, du kannst ja mal instant Dailies zusammendrücken. Ja, aber irgendwann wird es dann doch ein bisschen nervig. Ah, genau 60. So, und von dem Ralfer kriegen wir jetzt wahrscheinlich noch eine. Überhaupt schon wieder da? Boah, wie lange dauert das, bis er respawnt? Hallo? Ja, toll. Erfolgreicher Kanalwechsel. La 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 la. Jetzt können wir auch noch auf den warten, bis der da ist, oder was? Komm, geh weg hier. Da ist er, da ist er. Auf ihn! Wegdrücken! Boah. Oh, Gott sei Dank, ja. So, jetzt werde ich auf dem Rausweg noch 8 Minotauren mitnehmen, beziehungsweise 8 zu Dailies, dann haben wir 7 Dailies, dann haben wir fast wieder einen ganzen Tag voll. Aber das nehme ich jetzt beim Vorbeilaufen mit. Da steigen wir jetzt ein, zwei Mal ab, bis wir ein paar zusammen... Ja, ne, komm, die paar, da machen wir nichts. Da drücken wir ein paar zusammen jetzt schnell, bis wir eine Daily voll haben und dann geht's raus, abgeben. Ach, hat mich das jetzt geärgert mit dem Festhängen hier. Gibt's ja gar nicht. Hängst du irgendwo im Nirvana fest? Kann ja nicht wahr sein. Ja, 3 Stück, eben sind mir 7, 8 nachgelaufen. Ich will nur eure Daily Items, mehr will ich gar nicht. Ja, kannst du weiterlaufen, danke. Soll ich noch nicht in dem Ziel sein? Da ist wo? Das haben sie ja total kacke gelöst hier mit diesem Tracken. Ziel ist nicht zu sehen. Das haben sie total vermurkst hier. Mit dem Fokus und mit dem Targeten von Zielen. Das kannst du total vergessen. Ich meine, ihr seht's ja. Wir können den anpacen, so nah steht der. Und dann erzählt er mir die ganze Zeit, er kann das Ziel nicht sehen. Also, hä? Passt ja irgendwo nicht zusammen, ne? Wenn wir mal so behaupten. So, hast du noch eine? Wunderbar. 7 Dailies. So, absatteln und raus hier. Da können wir direkt wieder eine abgeben auf dem Weg. Oder alle sogar. Philinde. Hogan. Ach, da stehen die beieinander. Kann natürlich auch sein. Da oben ist kein gelber. Ja, das kann sein, dass die beieinander stehen. Ja, wäre möglich.
Oh, da können wir jetzt mal instant 5 Quests abgeben. Oder 6 sogar? Was ist mit der? Im Wind, achso, im Winternachtal, da ist er unten, ja, stimmt ja. So. Ach, hat mich das jetzt geärgert eben. Kann doch alles nicht wahr sein. Gibt's doch alles nicht hier. Musste sich erst grün und blau ärgern, dass irgendwas passiert hier. Und vor allem, was soll der Blödsinn, wenn du jetzt irgendwo wegen einem Bug festhängst, bist nicht so equipped wie ich oder rennst mit Equip irgendwo in einem 82er Gebiet in der Nähe rumhängst in irgendeinem Bug fest und die Viecher prügeln dich mal hier mürbe, bis du bis eine Minute rum ist, da kannst du dich bis nach Pakistan hier verprügeln lassen, bevor da was passiert. Was soll denn der Quatsch? Weißt du, also, naja. Was willst du denn jetzt? Ja, jetzt hat er auch wieder ein Date dabei, ist mir jetzt aber auch gerade egal. Was gibt's denn hier alles? Dolch, Zepter, Bogen, Riesenaxt, kriegen wir alles. Oh, der Kommandant ist der Größte. Oh, direkt mal gucken. Das ist ein aktuellerer wie unsere. Oh, aber hallo. Oh, sehr schön. So, was hat er jetzt? Gesendete Berichte. Wo müssen wir hin? Sehr schön. Sehr, sehr gut. Okay, so, Hogans Bericht. Genau, den hauen wir jetzt noch raus. Questempfänger Philinde, wo ist der? Ich dachte, der wäre hier. Ist aber nicht. Wo ist denn Philinde? Gucken wir mal. Philinde. Suchen, Findernisch, war das mit einem L? Ah ja. Hä? Wo ist